Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Neues. Wir haben heute Abend zwei Highlights für Sie, die es erstmals im Fernsehen zu sehen gibt. Das neueste Handy von Motorola, das V70, feiert bei uns Europapremiere. Und dann gibt es noch eine echte Weltneuheit, dazu aber gleich mehr. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Ihr Zuhause drahtlos per Wireless LAN vernetzen können. Und wir zeigen Ihnen auch, wie die Mobilfunkbetreiber ihre Funknetze planen. Und genau darüber werden wir uns auch mit dem Umweltreferenten der Stadt München und dem Pressesprecher von E-Plus unterhalten. Hätten Sie das gewusst? Rund 40% aller Bundesbürger haben schon einmal per SMS geflirtet. Und nicht nur das. Die Deutschen sind auch so Europameister im Versenden von Kurznachrichten. Nirgendwo sonst wird so viel per SMS kommuniziert wie in unseren Breitengraden. Guten Abend, Herr Brinkmann. Guten Abend. Herr Brinkmann, Ihre Firma hat etwas völlig Neues entwickelt, den Simsit. Können Sie uns kurz erklären, was das Gerät kann? Der Simsit ist ein scheckkartengroßes Gerät, ausschließlich zum Senden und Empfangen von SMS. Hier handelt es sich also um einen Prototypen. Das Endgerät wird noch deutlich dünner sein und Simsit steht dabei für extrem einfach und extrem preiswert. Was brauche ich denn jetzt außer diesem Gerät, um eine SMS zu empfangen bzw. eine SMS zu versenden? Eigentlich brauchen Sie nur eine SIM-Card. Gut, wenn ich jetzt aber sowieso loslaufe und mir eine SIM-Card besorge, weshalb sollte ich mich dann für dieses Gerät entschließen und nicht stattdessen ein subventioniertes Handy, was ja zum Teil wirklich auch sehr preisgünstig ist, erstehen? Abgesehen davon, dass das Gerät auch subventioniert ist, brauchen Sie nicht loslaufen, um sich eine SIM-Card zu holen. Die SIM-Card ist in der Produktion schon drin. Ach, das heißt also, wenn ich es erstehe, dann kann ich sofort damit loslegen. Ich habe keine vertraglichen Bindungen, keinen Tarifdschungel. Es ist wirklich alles ganz einfach? Richtig, es ist extrem einfach. Es ist eine Prepaid-Karte, die Sie auch jederzeit wieder aufladen können, mit einem einheitlichen SMS-Tarif. Und Sie müssen nichts unterschreiben. Und die Karte ist vorgeladen, wenn Sie das Gerät bekommen. Mhm. Die kann ich dann also auch jederzeit wieder aufladen lassen? Auch per SMS, richtig. Gut, da stellt sich natürlich die Frage nach dem Preis, wenn das alles so kompakt und praktisch ist. Was wird da wahrscheinlich auf den Endkunden zukommen? Es wird nur eine Handvoll Euro sein, weil das Gerät, dadurch, dass es in allen Farben und mit allen Logos herstellbar ist, ein optimales Instrument für mobiles Marketing ist. Und die Markenhersteller ist dann für kleines Geld an den Kunden verteilen werden. Eine Frage noch zum Schluss. Sicherlich werden sich viele Leute für dieses Gerät interessieren. Wird es schon möglich sein, auf der CeBIT mal einen Blick auf den Simsit zu werfen? Also wir werden mit dem Simsit im Rahmen der CeBIT vertreten sein. Wir gehen jetzt gerade in die Gespräche mit den Herstellern, weil der Markt will das Gerät, das wissen wir jetzt. Mhm. Und ob wir dann schon unseren Partner vorstellen können, das können wir heute noch nicht sagen. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, Herr Brinkmann. Und weitere Neuigkeiten sehen Sie jetzt in unseren Dein News. Das ist kein Prototyp, sondern das neue Handy aus dem Hause Nokia. Es heißt 5210 und ist gedacht für Sport- und Outdoor-Freaks. Die sogenannte Express on Shell soll es unempfindlich machen gegen Stöße, Staub und Spritzwasser. 279 Euro soll das Gerät kosten. Spezielle Features sind der Countdown-Zähler oder die Stoppuhr. Die Rundenzeiten können im Kalender gespeichert werden. Wer von uns ist nicht längst genervt von den ewig gleichen Klingeltönen? Die Firma Samsung schafft Abhilfe. Hören Sie selbst. Naja. Ein 16-stimmiger Soundchip macht die polyphonen Klingeltöne möglich. Zur Ausstattung des musikalischen Gerätes gehören auch WAP, Organizer und Smart Messaging. Das Handy gibt es ab Ende Februar zum Preis von 399 Euro. Im Bundesumweltministerium plant man offenbar eine Art Gütesiegel für Handys. Für den Verbraucher soll erkennbar sein, ob es sich um ein Gerät mit niedrigen Strahlungswerten handelt. Wie dieses Öko-Label genau aussehen soll, weiß man noch nicht. Klar jedoch ist, dass Handyhersteller und Netzbetreiber mit diesen Plänen nicht einverstanden sind. Wie eben gesehen, hat das Bundesumweltministerium Anfang der Woche ein Öko-Label für Handys gefordert. In Deutschland gibt es zurzeit rund 60 Millionen Handys, doch keiner kennt eigentlich seinen SAR-Wert. In München begrüße ich jetzt Dr. Uwe Kulnick von der Bitkom. Guten Abend nach München. Schönen guten Abend. Was halten Sie als Vertreter der Bitkom eigentlich von dem Vorschlag von Herrn Trittin? Dieser Vorschlag ist eigentlich sehr unglücklich, weil die Grenzwerte, die für Handys weltweit gelten, sichern nach Stand der Technik und Stand des Wissens und der Wissenschaft die Gesundheit des Menschen, der diese Technik benutzt, ab. Ein solches Öko-Label würde nach unserer Auffassung etwas suggerieren, was letztendlich nicht existiert, nämlich dass
Geräte, also Handys, die ein solches Öko-Label bekommen, gesünder wären als Handys, die dieses Label nicht bekommen würden. Und das ist nach wissenschaftlichen Kenntnissen überhaupt nicht haltbar. Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was der SAR-Wert eigentlich heißt? Das ist die spezifische Absorptionsrate und das ist die Energie, die bei einem Handy während eines Telefonats in den menschlichen Körper eindringt. Jetzt haben sich ja die Hersteller freiwillig verpflichtet, diesen Wert auch in den Verpackungen anzugeben. Warum steht der eigentlich in der Bedienungsanleitung nicht außen drauf, sodass man direkt sehen kann, was man kauft? Das ist recht schwierig. Dieser Wert ist ein sehr abstrakter Wert, der auf einer internationalen Messnorm beruht. Ohne eine Erläuterung, die aber in den Manuals selbst enthalten ist, ist dieser Wert praktisch für den Laien nicht interpretierbar. Es ist ein Wert, der irgendwie zwischen 0,5 vielleicht und 1,7 variiert und als solches nichts aussagt. Außerdem ist er, wenn Sie so wollen, nur ein accessorischer Wert, der eigentlich keine gesundheitliche Bedeutung hat und nur für diejenigen von Interesse ist, die sich wirklich dafür entscheiden, entgegen der wissenschaftlichen Grundmeinung doch ein Handy auszuwählen, das einen ganz niedrigen SAR-Wert hat. Wer misst denn eigentlich diesen Wert? Die Hersteller selbst? Das machen natürlich auch die Hersteller selbst, weil sie dafür verantwortlich sind, dass ihre Geräte den Normen entsprechen. Es wird aber auch andererseits von zertifizierten Labors gemessen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es Zeitschriften, die das quasi im Abo bei bestimmten Instituten messen lassen, um solche Listen aufzustellen und für diejenigen bereitzuhalten, die sich für diese SAR-Werte interessieren. Ab wann könnte denn jetzt nach dem Willen des Bundesumweltministeriums überhaupt ein Handy dieses Umweltlabel bekommen? Wo ist denn da der Grenzwert? Die Frage stellt sich in der Form nicht. Es ist offensichtlich so, die Gespräche werden ja erst zwischen dem BMU und dem Kanzleramt am 13. geführt werden. Es stellt sich nicht die Frage, wann ein solches Label eingeführt werden kann, sondern ob es überhaupt Sinn macht, dieses Label einzuführen. Wir stehen auf dem Standpunkt als international agierende Hersteller, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Es gibt keine Notwendigkeit, dieses Label zu installieren, weil das kein Zeichen, was ohnehin in jedem Handy vorhanden ist, europäisch dafür sorgt, dass die Grenzwerte eingehalten sind. Also ist keinerlei Notwendigkeit da, ein solches Label überhaupt zu installieren. Ja, dann habe ich aber noch die Frage, warum ist es denn jetzt so, dass die neueren Geräte eine höhere elektromagnetische Strahlung aufweisen als ältere Geräte, wie jetzt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ja veröffentlicht hat? Das ist nicht richtig so, wie man das veröffentlicht hat. Jeder Hersteller hat Geräte mit höherer SAR, also im Bereich vielleicht von 1,0, 1,2 Watt pro Kilogramm und niedrigerer SAR, vielleicht von 0,2 Watt pro Kilogramm. Und zwar ist das geräteabhängig, sprich typenabhängig. Und zwar konstruktionsbedingt kommt es, je nachdem, was man für ein Handy hat, ein großes, etwas breiteres, hat eine geringere SAR als ein sehr kleines. Ein Handy, das man aufklappen kann, hat eine geringere SAR in der Regel als ein großes. Als ein kompaktes. Und an der Stelle ist es einfach so, dass sie immer eine Mischung haben in ihrem Portfolio der einzelnen Firmen. Die neueren Werte, die veröffentlicht worden sind für die neueren Modelle, liegen deshalb etwas manchmal höher als vergleichbare, auch vom Design vergleichbare, weil die neue Messnorm etwas strenger ist als die vorherige, relativ willkürliche Messart, die dort existiert hat. Vielen Dank. Dadurch rutschen ein klein wenig, aber das sind vielleicht 10%, die Werte nach oben. Das bezieht sich aber ganz klar auf die Messnorm, die da ist, nicht auf irgendwelche Unzulänglichkeiten der Geräte. Vielen Dank nach München. Vielen Dank, Herr Kulnick. Wer bereits seit vielen Jahren Besitzer eines Mobiltelefons ist, weiß, dass sich einiges getan hat in puncto Erreichbarkeit. Funklöcher werden immer seltener. Stattdessen kann man inzwischen fast überall in der U-Bahn und auch in längeren Autotunneln telefonieren. Doch was man als Handybesitzer als völlig selbstverständlich voraussetzt, bedarf hinter den Kulissen äußerst ausgeklügelter Planung und Überlegungen. Wer wo einen Funkmast aufstellen kann, darf und soll, liegt in den Händen verschiedener Gremien. Und die bekommen gerade jetzt in Zeiten von UMTS so einiges zu tun. Antennen. Wohin man auch schaut, Antennen. Und jetzt auch noch UMTS. Ob da wohl alles mit rechten Dingen zugeht? Wer steckt eigentlich dahinter? Eine Antenne, die zum Beispiel in Münster senden soll, wird ganz woanders geplant.
nämlich in Dortmund, in der Zweigstelle des Mobilfunkbetreibers. Da gibt es Planer, die nach neuen Standorten für UMTS-Antennen suchen. Auf dem Bildschirm hat er die Versorgung durch bereits vorhandene Basisstationen. Der beste neue Versorgungspunkt liegt natürlich mitten in einem Wohngebiet. Seine Kollegin, die Akquisiteurin, soll mit der Kommune über den neuen Standort verhandeln. 300 Meter Spielraum hat sie. Das Umweltamt der Stadt Münster darf auch mitreden. Der Sachbearbeiter prüft neue UMTS-Standorte. Das ist zwar kein Gesetz, aber eine Selbstverpflichtung der Netzbetreiber. Die Stadt sagt, so könne sie auf die Sorgen von Bürgern reagieren und manchmal eine günstigere Alternative anbieten. Viele sind aber misstrauisch, denn die Kommune kassiert ja Miete für Antennen, zum Beispiel auf ihren Schulen. Irgendwann beginnt dann das eigentliche Genehmigungsverfahren. Genehmigen muss nämlich die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Alle Sendeanlagen über 10 Watt werden hier registriert, auch neue UMTS-Antennen. Der Ingenieur soll darauf achten, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden. Nur diese Behörde kennt jede Antenne, vom Amateurfunk bis zur Richtfunkstrecke. Von allen Sendeantennen eines Standortes und der Umgebung nimmt der Beamte die maximal mögliche Sendeleistung an. Danach berechnet er die Sicherheitsabstände und damit den Bereich, in dem sich niemand dauerhaft aufhalten darf. Das ist der neue genehmigte Standort. Der Mobilfunkbetreiber hat einen Nutzungsvertrag mit dem Hausbesitzer abgeschlossen. Jetzt kann die neue UMTS-Antenne aufs Dach. Oft werden solche Masten schon intensiv genutzt. Für Sprechfunk, für eine Richtfunkstrecke, mit Antennen für das D-Mobilfunknetz und nun auch mit UMTS. Übrigens, auch wenn das unwahrscheinlich klingt, trotz der vielen Sender werden die Menschen in dem Gebäude nur gering belastet, denn die Antennen strahlen kaum nach unten. Aber was kommt denn nun an Strahlung wirklich zusammen? Das misst vor Ort die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Den Messwerten kann man schon vertrauen, nur meinen viele Kritiker, dass die Grenzwerte in Deutschland zu hoch liegen. Das Team misst über das gesamte Spektrum, von der Langwelle über UKW bis hin zu den Mobilfunkfrequenzen. Die Summe all dieser Ergebnisse wird dann mit den gesetzlichen Grenzwerten verglichen. 959 MHz, ja. Mit 64,8 dB Mikrovolt. Das ist der Mobilfunkbereich jetzt, ne? Ja. Das erledigt. Das mal wieder mal rumbauen. Jeder Mobilfunkstandort ist also bis auf den Zentimeter genau geplant und vermessen. Zum Thema Planung Mobilfunk begrüße ich in München jetzt den Umweltreferenten der Stadt München, Herrn Lorenz, und in Düsseldorf Herrn Dr. Menzel von Implus. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lorenz, wie sieht denn jetzt die aktuelle Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Mobilfunkbetreibern aus? Ja, auf der Grundlage der Vereinbarung der Mobilfunkbetreiber mit der Bundesregierung haben wir uns Mitte Januar mit den 6 Mobilfunkbetreibern zusammengesetzt, um Möglichkeiten der Kooperation auszuloten. Ich muss aber gleich sagen, wir in München machen die Vorgabe, dass bei der Nutzung städtischer Grundstücke die Schweizer Vorsorgewerte eingehalten werden und dass wir von uns, von der Verwaltung her, die bisher neu vorliegenden über 500 Standorte nicht im Einzelfall überprüfen können. Da müssen wir andere Modalitäten mit den Mobilfunkbetreibern noch finden und wir bleiben auch weiterhin im Gespräch. Herr Dr. Menzel, wie wünschen Sie sich denn die Zusammenarbeit mit den Kommunen? Ja, wir haben ja ein Angebot gemacht gegenüber der Bundesregierung, dass wir mit den Kommunen stärker in den Dialog einsteigen wollen, dass wir Standorte, die wir in Kommunen realisieren wollen, im Gespräch mit den Kommunen abstimmen. Hier stoßen wir natürlich an Grenzen, wenn Kommunen Vorgaben machen, die von Bundesseite her nicht gemacht werden. Die Strahlenschutzkommission hat sich eindeutig zu den Grenzwerten bekannt. Wir haben sichere Grenzwerte in Deutschland und deshalb sind die Vorgaben, die wir aus der Stadt München hören, für uns nicht akzeptabel. Wie weit würden Sie denn den Einfluss der Stadt München, einräumen? Ja, wir machen der Stadt München konkrete Standortvorschläge, wo wir Informationen auch geben über Planung, wie funktioniert ein Mobilfunknetz, wie sind die UMTS-Zusammenhänge, wie müssen die Stationen zusammenspielen. Und dann hat die Stadt München Gelegenheit, uns über sensible Bereiche oder Standorte, wo sie Probleme sehen, zu informieren. Und dann versuchen wir, einvernehmliche Lösungen zu finden.
Herr Lorenz, wie sehen Sie denn Ihren Einfluss? Also rein rechtlich haben wir keinen Einfluss. Es gibt eine Bundesverordnung. Auf dieser Grundlage werden dann die Standortgenehmigungen erteilt. Es gibt nur die baurechtliche Genehmigung bei Mobilfunkmasten, die über 10 Meter hoch sind. Aber da gibt es auch keinen Einfluss, auf die Grenzwerte hinzuwirken. Wir sehen kaum Möglichkeiten in großen Städten, hier Einzelabstimmungen zu machen, weil aufgrund des hohen Gesprächsaufkommens in großen Städten die Variationsmöglichkeiten von Masten äußerst gering sind, maximal plus minus 30 Meter. Und hier werden wir aus sensiblen Bereichen nicht immer herauskommen können, vielmehr die Mobilfunkbetreiber, da rein rechtlich keine Möglichkeiten für uns gegeben sind, Ja oder Nein zu sagen, werden wir eine Einzelabstimmung mit den Mobilfunkbetreibern nicht vornehmen. Es ist auch personell nicht möglich, weil wir in den letzten 6 Wochen von den 6 Mobilfunkbetreibern über 500 Suchkreise für neue Standorte mitgeteilt bekommen haben. Herr Lorenz, haben Sie denn überhaupt die Möglichkeit zu sagen, nein, kein Funkmast hierhin? Das können wir nicht, wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Das heißt, die Einhaltung der bundesdeutschen Grenzwerte können wir nicht nein sagen. Wir können nur nein sagen auf unseren privaten Grundstücken. Und das werden wir auch, wenn nicht der Nachweis der Einhaltung der Schweizer Vorsorgewerte gebracht wird. Man muss auch deutlich sagen, dass bisher schon bei den 700 Mobilfunkmasten in München bei rund 60% die Schweizer Vorsorgewerte, ich sage unabsichtlich, eingehalten worden sind. Es ist technisch kein Problem, die Schweizer Vorsorgewerte einzuhalten, und ich würde die Mobilfunkbetreiber aufrufen, hier entsprechend mitzuwirken. Die Widerstände in der Bürgerschaft sind sicherlich geringer, wenn hier die Schweizer Vorsorgewerte auch nachgewiesen werden von den Mobilfunkbetreibern. Herr Dr. Menzel, nach welchen Kriterien suchen Sie denn einen Standort aus? Ja, ein Standort muss funktechnisch geeignet sein, das heißt, er muss eine entsprechende Höhe haben und muss zum Rest des Netzes zusammenpassen. Herr Lorenz sagte, dass wir mit den Grenzwerten keine Probleme hätten. Ich möchte das kurz mit einem Beispiel an einem Auto vergleichen. Sie kennen alle die Abgas-Sonderuntersuchung. Wenn ein Auto mit voller Drehzahl diese Abgasuntersuchung machen müsste, dann würden die Emissionswerte da sicherlich auch nicht eingehalten. Im Mobilfunk ist es so, dass wir mit Feldstärken dort arbeiten oder mit Leistungen arbeiten, die deutlich unter den Maximalleistungen liegen, und deshalb wir sozusagen immer unter dem Bereich liegen. Aber es muss möglich sein, dass wir die Maximalleistung an unseren Standorten auch betreiben. Können Sie mir beide ganz kurz, erstmal Sie, Dr. Menzel, sagen, wie die ideale Zusammenarbeit aussieht, vielleicht in einem Satz? Ja, ich wünschte mir, dass die Kommunen stärker noch über Dinge reden, wie wir Standorte gemeinsam nutzen können, und dass die Diskussion um Grenzwerte der Strahlenschutzkommission oder grenzwertgebenden Gremien überlassen wird. Und Herr Menzel? Entschuldigung, Herr Lorenz? Ja, also ein großer Wunsch an den Mobilfunkbetreiber ist der, dass die Information über die Errichtung neuer Standorte frühzeitig erfolgt. Bisher bekommen wir nur die Nachricht, wenn die Mobilfunkmasten in Betrieb genommen werden. Das heißt aber, dass sie dann schon 3-4 Wochen auf den jeweiligen Dächern stehen. Wenn wir schnell reagieren wollen, auch im Sinne der Betreiber, müssen wir vor Errichtung eines Mastes die Information bekommen. Und das ist leider noch nicht immer gewährleistet. Vielen Dank nach München, vielen Dank nach Düsseldorf. Ich denke, da gibt es noch einiges an Gesprächs- und Klärungsbedarf. Dankeschön. Guten Abend. Wenn Sie sich noch mehr über dieses Thema informieren wollen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit. Am 11. März gibt es ein neues Spezial, in dem wir die Frage stellen: Mobilfunk, Kommunikation auf Kosten der Gesundheit. Bis dorthin bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf unserer Homepage uns in einem speziellen Forum Ihre Fragen zu schicken, die wir dann an Vertreter der Mobilfunkbetreiber, der Politik oder auch der Gesundheit richten können. So, jetzt geht's weiter mit unseren Dial News. Wer sich gern ein wenig abseits ausgetretener Pfade bewegt, der könnte Gefallen finden am GP1 aus dem Hause Allen Electronics. Das Funkgerät eignet sich speziell für die Erkundung von unbekanntem Gelände. Das GP1 verfügt nämlich über einen integrierten GPS-Empfänger. Das Besondere, die Koordinaten können über Funk übermittelt werden. Die Reichweite beträgt 5 Kilometer, Preis 350 Euro. Und hier noch ein Gimmick für die lieben Kleinen. Aus dem Hause Dicky kommt ein ganz besonderes Walkie-Talkie. Besonders deswegen, weil man damit auch SMS verschicken kann. Die Reichweite beträgt 80 Meter, der Preis 60 Euro. Sehr lange wird man den Nachwuchs damit allerdings nicht beschäftigen können.
Vorsicht bei eindeutigen Angeboten im Internet. Sehr leicht kann es nämlich passieren, dass man aufgefordert wird, ein sogenanntes Dialer-Programm herunterzuladen. Diese Programme stellen Verbindungen zu teuren 0190er-Rufnummern her. Wer nicht weiß, dass ein solches Programm auf seinem Rechner läuft, dem kann leicht eine hohe Telefonrechnung ins Haus flattern. Abhilfe schafft diese Software. 0190 Alarm durchsucht bei seinem Start die vorhandenen DFÜ-Netzwerkverbindungen nach verdächtigen Rufnummern und erlaubt das direkte Löschen dieser Verbindungen. Die Software gibt es auf unserer Seite zum kostenlosen Download. So, wir kommen jetzt zur versprochenen Europapremiere. Im Mai 2002 soll es in den Handel kommen, das neue V70 von Motorola. Und wir bekommen es bereits heute Abend zu sehen. Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend, Frau Berger. Was ist neu am V70? Der Formfaktor ist komplett neu am V70. Nachdem wir Anfang der 90er Jahre mit dem Klappformfaktor eigentlich einen Kult gesetzt haben, angefangen vom StarTech, dann im letzten Jahr mit dem V66 fortgesetzt, haben wir jetzt einen komplett neuen Formfaktor, der nicht mehr klappt, sondern rotiert. Können Sie uns das mal zeigen? Aber natürlich gerne. Und zwar haben wir jetzt hier das kleine Handy und das klappt nicht mehr auf, sondern es rotiert dabei. Und die Tastatur leuchtet ganz basic, sehe ich. Ja, da sind noch zwei Neuheiten dabei. Und zwar haben wir auf der einen Seite eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, die blau leuchtet. Das heißt, das Handy sieht nicht nur bei Tageslicht enorm schick aus, sondern ist mit Sicherheit auch ein Hingucker abends, wenn man es im Dunkleren, ob es jetzt in der Disco oder in dem Restaurant ist, anmacht. Und es hat auch noch ein komplett neues Display, und zwar ein rundes Display, das weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund zeigt. Das heißt, dabei ist das Ganze noch klarer und noch brillanter. Ja. Bei so viel Design muss man natürlich auch die Frage nach den technischen Fähigkeiten stellen. Was kann das Gerät alles? Ja, ich meine, als Technologieführer haben wir in das Gerät natürlich all das reingesteckt, was ein hochwertiges Gerät von heute haben muss, angefangen von Vibrationsalarm über Sprachsteuerung, über 500 Telefonbucheinträge, die man drin haben kann, bis hin zur Kompatibilität meines Computers in den Kalenderfunktionen. Das heißt, ich kann also meine ganzen Termine, die ich sonst auf dem PC habe, natürlich auch auf dem Handy dabei haben. Werden Sie es auf der CeBIT vorstellen? Wir werden das auf der CeBIT vorstellen, das Handy, ja. Dann ist natürlich noch die Frage nach dem Preis bei so einem Schmuckstück. Was wird denn der Verbraucher etwa anlegen müssen, um sich so ein Telefon leisten zu können? Ohne Subvention, das heißt ohne Vertrag, wird dieses Telefon bei ca. 730 Euro liegen. Und wenn man dann einen Vertrag abschließt, wird es dementsprechend ein bisschen günstiger. Natürlich. Werden. Und es gibt auch jede Menge Zubehör noch. Und es gibt auch jede Menge Zubehör dazu. Alles klar, dann freuen wir uns alle auf dieses Handy und ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch. Danke, Frau Berger. Immer mehr Menschen möchten die Vorteile eines Netzwerkes nicht nur im Büro, sondern auch zu Hause nutzen. Die ganze Familie mit nur einem Drucker und einem Internetanschluss zufrieden zu stimmen und dabei fröhlich Daten auszutauschen, eine bequeme und komfortable Angelegenheit. Doch eines ist klar, wo vernetzt wird, gibt es auch jede Menge Kabel. Und das kann den Surf- und Netzwerkspaß dann schon ein bisschen einschränken. Kann wohlgemerkt, denn auch wer auf die Verkabelung keine Rücksicht nehmen möchte, kann sich zu Hause vernetzen. Drahtlos. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Erfolgsstory Heimnetzwerke, diesmal mit dem Thema Wireless LAN. Damit die Computer im Heimnetzwerk richtig schnell Daten austauschen, müssen erstmal Strippen gezogen und Kabel verlegt werden. Dann ist es aber eigentlich egal, wo gesurft oder gearbeitet wird. Nur die Kabel setzen noch Grenzen in der Bewegungsfreiheit. Und die Kabel stören immer. Kreuz und quer durch die Wohnung gelegt, sind sie nicht nur optisch ein Stolperstein. Also dann vielleicht lieber ohne, drahtlos, über Wireless LAN, das drahtlose lokale Netzwerk. Dazu müssen die Netzwerkkarten gegen Funknetzwerkkarten für Desktop und Notebook ausgetauscht werden. Auch über USB lassen sich Funknetzwerkkarten an den Rechner, ohne ihn aufzuschrauben, andocken. Und als Mittelpunkt regelt eine Funkbasisstation den Funkverkehr. Alles zusammen sorgt für kabelfreies und gemeinsames Arbeiten. Beim Einbau der neuen Funknetzwerkkarten können die Steckplätze der bisherigen Netzwerkkarten verwendet werden. Tipp: Um einen Hardware-Konflikt zu vermeiden, die alten Netzwerkkarten deinstallieren. Beim Einbau sollte darauf geachtet werden, dass auf der Rückseite des Computers die Antenne über das Gehäuse hinausragen kann. Beim Notebook ist das Umrüsten der Hardware auf das drahtlose Netzwerk einfacher, denn es müssen nur die PC-Karten ausgetauscht werden.
Die zentrale Funkbasisstation wird per LAN-Kabel an eine schnelle, breitbandige Internetanbindung angeschlossen. Ein ISDN-Kabel oder DSL-Anschluss ist ein Muss, denn nur so kommt die heimnetzinterne Übertragungsgeschwindigkeit so richtig zum Tragen. Die Basisstation selbst kann über einen per Funk angeschlossenen Computer konfiguriert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt macht die Umstellung auf drahtlose Vernetzung keine Probleme. Die Konfiguration der Funkverbindung ist aber nichts für Anfänger. Selbst Profis wird einiges an Fertigkeit abverlangt. Denn schon die Treibererkennung gestaltet sich teilweise schwierig. Das Verbinden aller Computer über das Heimnetzwerk erfordert einiges an Wissen. Nebenbei sollten deshalb Geduld und Experimentierfreude bereits im Vorfeld eingeplant werden. Ein klarer Pluspunkt von Wireless LAN ist der computerübergreifende einheitliche Funkstandard. Das heißt, sogar Apple- und Windows-Computer verstehen sich über den gemeinsamen Standard. Das Einrichten der Wireless LAN-Karte gestaltet sich bei Apple aber etwas einfacher, was sich schon beim kundenfreundlicheren Einbau der Karte zeigt. Erstmal eingerichtet ist der Zugriff auf alle Computer von allen Computern des Heimnetzwerks aus möglich. Die Daten werden im Wireless LAN laut Hersteller mit bis zu 11 Megabit pro Sekunde innerhalb des Netzwerks übertragen. Damit ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit geringer als beim verkabelten Netzwerk. Die Reichweite der Funkverbindungen reicht von ca. 40 Meter im Haus bis zu 300 Meter im freien Gelände. Wireless LAN ist in jedem Fall nützlich. Wenngleich die Konfiguration und das Einrichten des Funknetzwerks neben einer nicht ganz billigen Hardware einiges an Nerven und Zeit kosten kann. Gerade bei drahtlosen Verbindungen sollte das Thema Sicherheit bei Ihnen ganz oben stehen. Oder wollen Sie, dass sich Ihr Nachbar in Ihr Heimnetzwerk einklingt, auf Ihre Kosten surft oder sich Ihre persönlichen Daten von Ihrem Computer herunterlädt? Deshalb lieber verschlüsseln, auch wenn dann die Übertragungsgeschwindigkeit ein bisschen in die Knie geht. Übrigens, eine der wichtigsten Fachmessen im Bereich Telekommunikation, die 3GSM World, findet vom 19. bis zum 22. Februar in Cannes statt. Dort werden unter anderem auch die ersten Trends und Entwicklungen der CeBIT präsentiert. Selbstverständlich sind auch wir für Sie vor Ort und daher gibt es die nächste Dein Neues Sendung am 25. Februar komplett aus Cannes. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was eigentlich hinter Ihrem grauen Computergehäuse steckt, dann sollten Sie kommenden Montag um 21.30 Uhr neue Spezialcomputer von A bis Z hier in Dreisat auf keinen Fall verpassen. Wie immer gibt es alle aktuellen Informationen zur Sendung im Internet. Dort können Sie übrigens auch unseren Newsletter abonnieren unter www.deinneues.de oder Sie nutzen unseren Faxabruf unter 0190 250 112. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald.